Ich warte am Eingang auf dich, Gambo. Komm in meine Arme. Na, Logo, alles klar? Ach, das bist gar nicht du. Oh. Hab mich von der glatten Oberfläche ablenken lassen, sorry. Oh, Mann. Mir fällt gerade was ein. Was denn? Dieses Glas, wenn man das platziert, da macht das doch so ein stumpfes Geräusch. Ja. Aber es macht kein anderes Geräusch. Ah, ach so, wenn es voll ist? Nee, auch nicht. Ich habe alles probiert. Ich dachte, damit könnte man vielleicht ein Musikstück spielen. Das hört sich immer gleich an. Ah, es macht aber einen anderen Sound, wenn es von einem Spender platziert wird. Guck mal. Oder? Nee, Einbildung, glaube ich. Ja. Logisches Hey-Ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft! Freunde! Das ist eine Katze. Wo? Oh. Hier, was reichen? Ja. Pass auf, dass nicht den Villager schlägt. Zielgenauigkeit, Präzision 300%. Alter, du bist so kaltblütig, Junge. Und Gammo, wie war dein Tag heute so auf Minecraft, Freunde? Auf Minecraft-Freunde? Ja, du bist doch auch jeden Tag hier wie ich, oder? Ja. Mein Tag war heute Stunden. Ganz besonders langweilig. Langweilig? Warum denn langweilig? Nichts passiert. Echt? Das ist ja kacke. Ey! Hm? Lass die Vögel in Ruhe. Pure Natur. Okay, Süßbären for Train, wo bist du? Wo versteckst du dich, Gambo? Du findest mich hier niemals. Da oben bin ich nicht. Okay, dann muss ich wohl ohne dich traden. Hatte ein richtiges OP-Versteck. Echt? Ja. Stell dir doch einfach mal einen Preis aus, dass du Spawn Hide in Ziel gewonnen hast. Ich weiß gar nicht, wie lange das insgesamt dauern wird, 103.000 Süßbären zu vertraden. Das dauert auf jeden Fall sehr lange. Wir haben nicht genug Villager. Die resetten halt nicht schnell genug. Ja gut, aber der Reset gilt ja pro Spieler. Okay, ah, warte, ich wollte noch was Kleines für dich fertig machen. Wow, nicht hingucken, Gambo, nicht hingucken. Was ist das denn? Das ist nicht immer... Wow, Gambo, du kriegst Post. Was? Oh, was? Ich krieg Post? Oh mein Gott. Wem kriegst du denn jetzt Post? Das muss ich ja jetzt nachschauen. Von Chaos, Flo. Ich hasse dich. Wieso mich? Den zünd ich an. Den sein Haus zünd ich an. Ja, mach das. Gib Chaos, Flo, mal richtig Breitseite jetzt. Das hat er verdient. Boah, jetzt aber ganz schnell hin da. Was denn? Da ist ein Magma-Cube im Wasser. Hä? Warum sind hier immer so random Sachen überall? Das ist schon irgendwie gruselig. Erst war unten die Falle verstellt, dann... Was hat... Noch? Da ist ein Fisch im Wasser. Der Fisch? Wow. Aber was macht der Magma Cube da, hä? Wie random. Oh, was... Warte mal. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir bauen erstmal die Toilette ab. Oh. Ach so, die Toilette, stimmt. Ah, und dann gibt's noch ein ganz leidiges Thema. Da kommen wir nach der Toilette zu. Man kann's da hinten schon sehen. Der Boys Club. Was ist mit dem Boys Club? Junge Gambo, du weißt doch selbst, was mit dem Boys Club passiert ist. Was ist mit dem Boys Club passiert? Sag es mir. Nein, sag's mir nicht. Ich verkrafte das nicht. Sag es nicht. Du hast es doch ausgelöst. Nein, ich verkrafte das nicht. Ich hab's verdrängt. Du hast es verdrängt, weil du es nicht auf Aufnahme hattest. Verdrängt! Kommen wir gleich zu, wir bauen fix erstmal die Toilette ab. Es ist schon schwer genug, da will ich nicht noch dieses Haus über meinem Labor haben. Und mit gemeinsamer Teamarbeit geht das ruckzuck, dass wir das hier abbauen. Nein. Ich bin runtergefallen, Gambo. Oh. Ich bin an der Kacke angelangt. Ich wollte mich gerade freuen, dass wir fertig sind. Da oben fehlt einfach noch. Was hast du denn mit dem Deckel? Ich dachte, ja, du hast den Deckel abgebaut. Warum machst du denn so halbfertige Sachen hier? Aus Versehen passiert. Vielleicht habe ich den Deckel ja gar nicht wahrgenommen. Mein Klo hat keinen Klodeckel. Hast die Kacke abgebaut? Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Eklig. Jawohl. Oh, es ist doch nur noch dieses Loch hier flicken, oder? Wir lassen es jetzt erstmal offen. Wir können ja das hier schon mal zumachen und später mit Steinen aushöhlen. Ja, dann jetzt der traurige Part des Videos. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin, Gambo. Er war noch nicht mal fertig und er war schon potthässlich. Ab zum Boys Club. Der in Kacke eingebaut ist und am Brennen ist. Oh, Junge.
Junge, ist der irgendwie, seit wir das erste Mal hier waren, schlimmer geworden? Wir haben das nämlich schon vor 2 Tagen entdeckt. Und da ist Gammo durch die Tür und dann ist das hier explodiert. Jungsklapp stinkt. Hier steht Mädchen größer als Jungs. Igitt. Oder hier drüben, da steht einfach Pfui. Schon ein bisschen weh. Ja, also, wenn du jetzt so Vorher-Nachher-Vergleiche hast, Gambo, würdest du schon sagen, der Boys Club sieht jetzt besser aus? Ich würde auch sagen, dass er einen Ticken besser aussieht. Der hat jetzt ein Erde-Schutzschild. Stimmt, aber das wurde hier schon mal stellenweise angeschossen. Stimmt. Ja. Siehst du, damit blieb aber unsere Fassade unberührt. Hier ist auch einer. Wo kommen die denn alle her? Das ist super random. Sind die etwa am Boys Club gespawnt? Stimmt, das kann sein. Durch die Lava? Das kann überhaupt nicht sein. Doch, durch die Lava. Nee, ich glaube nicht. Da ist noch einer. Hier. Wo? Hier unten. Der ist ja süß. Junge, hast du keine Gefühle? Nee. Das hätte auch Toto sein können. Hätte nicht Toto sein können. Jetzt Toto. Wie soll das Toto sein? Okay, ich würde sagen, wir hängen erstmal die Schilder hier ab. Ich würde die Schilder abhängen, aber die Schutzummantelung würde ich dran behalten. Das ist unser Kacke-Schild. Du siehst doch, wie erfolgreich hier ein Angriff abgewehrt wurde. Ja, aber was ist das? Wer hat sich denn hier in den Gast gemorft und da dann drauf geschossen? Na, dann hängen wir jetzt die Schilder ab. Warte mal, warte mal, warte mal. 300 IQ-Move? Ja, das ist gut. Okay, das Igitt muss aber weg. Und hier Stie muss auch weg. Jungs, Club, warte, wir tauschen das aus. Oder rockt hinschreiben. Ja, na klar. Okay. Jungs, Club, rockt. Yeah, aber Heavy Metal und Rock ist männlich. Gut, jetzt müssen wir das hier vorne noch flicken. Wir brauchen mehr Erde. Hast du Erde? Ja. Noch ein bisschen was. Ja, lass mal irgendwo Erde farmen gehen. Wir haben einfach keine Erde mehr. Nice, jetzt müssen wir genug Erde haben. Jo. Aber die wichtige Frage ist, stellt man grobe Erde, stellt man, glaube ich, aus Kies her, oder? Boah, das weiß ich nicht. Ah ja, aus Kies, da haben wir auch noch was. Auf zum Labor! Warum willst du denn grobe Erde haben? Was bringt das? Das sieht noch männlich aus. Grob bedeutet männlich. Come on. Bist du etwa noch Anfänger im Boys Club, hä? Ja, ich bin noch Nachwuchsmitglied. Junge, du hast in der Probephase. Ahnung, Junge. Okay. Auf zum Boys Club! Auf zum Boys Club! Eigentlich gibt's ja da ist noch ein Magma Cube. Was? Oh. Eigentlich gibt es nur 2 Materialien, aus denen wir den Boys Club bauen können. Grobe Erde und Obsidian. Oh, wir haben ja noch einen Kackerofen obendrauf. Drauf gelandet? Ja. Junge, was muss das für ein abscheuliches Biest sein? Was auf jemand anders Dach scheint? Das ist kein richtiges Deutsch, Junge! Wie sagt man das richtig? Was für ein abscheuliches Biest würde einem anderen Menschen aufs Dach scheißen? Das war richtig. Ja. Das war fast schon philosophisch, oder? Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Okay, dann lass aber mal den Netherrack abtragen. Der sieht aus. Der könnte fast schon von Ryan sein. Der läuft auch immer mit Netherrack rum, ne? Ja. Der Boys Club braucht keine Decke. Decken sind was für Weicheier. Es soll von oben reinregnen. Es verdampft ja eh alles unten. Okay, jetzt ersetzen wir das Frontschild, würde ich einfach sagen. Also wir bauen die Erde ab und ersetzen das durch grobe Erde. Ich lieb dich. Oh, warum? Warum? Na, weil. Ja, nee, lass stecken. Na. Der Zug ist abgefahren. Bitte, der Zug ist abgefahren. Nein, abgefahren. Abgefahren, hab ich gesagt. Na, weil echte Männer sich untereinander auch mal ein bisschen auf den Bizeps nehmen. So. Fang schon mal an, die grobe Erde zu platzieren. Ja, dann droppen wir auch mal ein paar Stacks. Ja. Aber wir müssen eigentlich nur die Front damit verkleiden. Ja. Damit wir gegen frontale Angriffe geschützt sind. Oh nein, ich habe normale Erde verwendet. Du hattest wirklich nur einen einzigen Job. Einen einzigen Job hattest du. Ich habe nur 4, 5 Erdblöcke platziert. Fehler kann ein ich Job. Mal machen. Fehler werden auch im Jungsclub akzeptiert. Was ist ein Schild mit Kackergrube? Digga, was ist das? Um ehrlich zu sein, das hat Flo nicht aufgestellt. Warum? Weil der Boys Club hat keine Toilette. Wache Männer gehen in den Garten mit der Schau. Naja, das Schild hättet ihr größer aufstellen müssen, weil wir hatten die Kacke nämlich auf dem Dach. Ja, aber wir haben jetzt ein funktionierendes Erdschild. Sieht da gleich viel besser aus. Ja, warte mal, lass das hier doch einfach über die Tür hängen. Das ist unser Mantra. Ey!
Ja, Anhängen. Ja, Teamarbeit, Boys Club. Oh yeah. Lass mal kurz einen Abstecher zu Ryans Ruine machen. Da gibt's nämlich was, was wir vielleicht gebrauchen können. Ja. Irgendwo hier. Hier, brauner Beton. Das ist noch von der Schokolade. Ja. Die werden wir jetzt uns borgen, um einen fetten Taufen bei den Mädchen vorne hinzusetzen. So, wieder so gut wie neu plus kleines Upgrade. Da wollte ich zu viel. Okay, dann rüber zu den Mädchen. Den kacke ich jetzt so fett vor die Haustür. Ich würde es hier so hinbauen. Schön in die Einfahrt. Da hat der Jungsclub kollektiv zusammengelegt. Junge. Machen wir noch irgendwas, mit dem man so ein Gestanksfähnchen machen, symbolisieren könnte, weißt du? Ja, wir könnten braunes Glas noch oben drauf platzieren. Ja, stimmt. So, oh, ob wir noch Glas haben? Gammo, wie viel ist nochmal eine... Achso, oh, ich habe mich kurz gesprochen, aber ihr habt ja gestern die Doppelkisten mit Glas runtergetragen. Ja. Wer benutzt eigentlich braunes Glas? Ein Schokomonster. Ryan? Alter, wieso nennst du ihn jetzt Monster? Weil der so breite Oberarme hat. Junge, deswegen ist er auch ein Boys Club. Sieht gut aus, oder? Machen wir hier vorne noch ein bisschen. Ja, hier noch. Hier noch. So, das, der Gestank ist wirklich allgegenwärtig. Das stinkt schon hart rein. Du, sieht schön aus. Sieht super aus. Der Gestank kommt auch, diese Duftnote kommt auch gut zur Geltung. Okay, ist ein guter Jahrgang. Den Rest quetsche ich ihr so safe in den Briefkasten. Ich brauche nur einen Amboss. Okay. Also, das ist so dumm, wirklich, Gambo. Also jetzt, wo ich die ganzen Stacks hier in meiner Hand halte, ist es schon irgendwo auf gewisse Weise schon ein bisschen ekelhaft. Ich meine, es sind Minecraft-Blöcke, aber warte hier. Wir gehen jetzt da rein, Gambo. Und jede Kiste, die du kriegen kannst, füll einzelne Stacks. Immer okay, einzelne Punkte. Einfach loskacken. Füll ein bisschen Kacka hier rein, bisschen Kacka da rein, bisschen Kacka da rein. Immer nur einzeln nehmen. Das haben die doofen Mädchen davon, wenn sie sich mit so männlichen Männern anlegen. Ich mal hier so richtige Muster rein. Stimmt, man muss ja nur so, man kann ja auch so ein bisschen freilassen. Ja, ja. Stimmt, Gammo, du hast mich, was die Kackerkunst angeht, erleuchtet. Man muss gar nicht das Ding voll machen. Es geht eher um die Sprühform. Es geht um die Kunst, die man dabei ausdrückt. Oh, Junge, der hat sich da drin verloren. So, hier ist verteilt. So, meine auch. Hier sind noch geheime Schränke. Die werden auch noch geflutet. Ich habe hier locker 10 so eine Dinger vollgekackt. So fair, was sie mit unserem schönen Hauptquartier, dem Boys Club, angestellt haben. Naja, aber es ist an sich schon ein sehr netter Counter, weil wir hätten auch eigentlich einen Bombenanschlag verüben können. Die haben ja auch TNT bei uns aufgestellt. Das hat man jetzt bei uns nicht gesehen, denn das ist quasi Offcam passiert. Der Eingang wurde Offcam weggesprengt. Gambo wollte reingehen, nachdem wir festgestellt haben, ey, was ist denn hier los? Wir waren gerade noch so unsere Folge am Bequatschen, was wir jetzt machen. Gambo geht rein, Tür explodiert. So, jawohl, das würde ich sagen, besiegelt unsere Rache. Sieht super aus. Hier mache ich auch noch was rein. Das Ding ist aufgewertet. Junge. 20.000 Mehrwert auf Immobilien Scout. Gehst auf Immobilien Scout, siehst einfach die Ausschreibung. Wow, was eine Prachtimmobilie. Auf ins Labo. Auf ins Labo. Lass unseren Erfolg einfach mal festhalten, was wir geleistet haben. Irgendwo habe ich meine Tafeln abgelegt, Gambo. Guck mal, ob du die hier irgendwo findest. Deine Tafeln? Oh, ich habe jetzt nur eine gerade, aber ich hatte doch mal einen Stack. Dann ist der Safe unten. Auf in den Keller. Ja, hier ist auch was komisch. Guck mal, seit wann ist denn da ein Schild? Ich hatte das irgendjemand da hingepackt. Ja, das ist alles sehr suspekt. Diese Kistenstruktur ist auch illegal. Ja, das muss unbedingt mal gefixt werden. Ne, hier sind, oder vielleicht da hinten. Hier sind zwei. Da ist nochmal einer. Drei. Abgelegt. Naja, wird schon wieder auftauchen. Ich hab hier 7 Stück. Ja, lass hochgehen. Das reicht, um unseren glorreichen Kampf festzuhalten. Und mit glorreichen Kampf meine ich die Verdauungsprobleme, die wir vor die Mädchenvilla gehauen haben. Ja, oder? Zack. Ah, noch einer! Hier ist ja, noch einer! Oh mein Gott, noch einer!
Wo ist denn noch Platz, hier das zu verewigen? Hier? Ah, ja. Boah, das passt wie angegossen. Guck mal. Jo, bei mir ist der Slot dort einfach verbuggt. Wir können dort nicht bauen, Gammo. So, wo haben wir hier noch Platz? Ja, ich mach mal hier dieses komische Kritzelmuster weg. Wie zeichnet man einen guten Kackhaufen? Moin, Leute. Moin, Leute. Lasst schon mal ein Like da. Und jetzt geht's los. Ich bin hier. Darf ich jetzt nicht mehr runtergeschlagen werden? Hör auf. Ich mach gerade Kunst. Richtig hochheben. Mann. Bleib mal stehen. Yes. Ich heb dich hoch. Ja, okay. Du musst dich auf die Eisenstäbe stellen. Du hebst mich hoch. Du hast mich drüber gehoben. Ja, okay, komm hier nochmal auf den Eisenstab. Ich heb dich hoch. Ja, okay. So. Ach, dankeschön. So. Doch nur einfach mal 24 Stunden drone, bis er vom Server geht. Haha, das ist einfach arschlustig. Moin Leute, heute habe ich es mir zur Aufgabe gemacht. Moin Leute, heute habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, so lange zu trollen, bis er vom Server geht. Lasst euch überraschen, lasst schon mal eine positive Bewertung da und jetzt geht's los. Ja, Gammo, ich habe dich nämlich durchschaut. So, jetzt kann ich endlich hier weiter kritzeln. Ne, wir haben eigentlich alles. Der Kackhaufen sieht aus wie ein Stein, der stinkt. Ein stinky Stein. So. Gut, ich geh jetzt dein Haus anzünden. Kann ich vielleicht gar nicht. Ich hab by the way meine Tafeln wiedergefunden. Perfekt. Okay, nicht mein bester Schriftzug. Ich wollte gerade sagen, dass der Villager schon wieder... Okay, warte, dann nehme ich mir halt die Zeit und mach's richtig, warte. Alter, aber jetzt hat's was. So ein Design-Element hat dir gefehlt. Ja, genau. Genau das hat gefehlt. Und vor deiner coolen Indoor- oder Außenbar-Anbau. Pfui! Aber das hier, Alter, das ist ein geiles Design-Element. Hier stinkt's. Leg mich hin. Mich dreht's. Geh erstmal kurz in meinen Geheimgang. Mich dreht's. Das wird nicht. Aber hier war doch mein Geheimgang. Ey! Draußen bleiben. Stimmt! Hier war mein Steuerver. Warte, pass nicht meine Luke an. Ey, ist meine Luke! Alter, wenn dich jetzt nicht zusammenreißen kannst. Nein, 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 nein. Das ist übel nervig abzubauen. Warum bist du denn jetzt so? Was mit dir? So, das hast du davon. Ich hab dir gesagt, meine Luke nicht anzufassen. Was? Nein, das hast du jetzt nicht getan. Das hast du jetzt davon. Das hast du nicht getan. Weißt du, wie schwer das ist, die da anzubringen? Nee. Die ist jetzt auch einfach weg. Na gut, dann ist die Luke halt für immer fort. Okay. Ich hab die aufgesammelt. Ja, ist okay, nee. Es gibt keine Lust mehr, die da anzubringen. Hier, da fehlt jetzt auch einfach ein Stein an deiner Kellerwand. Warum? Ja, weil ich den benutzt habe, um das hier zu bauen. Das ist Texturing. Hast du beim Elina einmal einen Baukurs nicht aufgepasst? Pack doch einfach das Ding da dran. Das ist ein doppelter Stein jetzt. Das sieht anders aus. Ich fake einen Fake-Stein. Das sieht so scheiße aus. Da stellt sich mir auch die Frage, wer hat denn hier schon wieder das Ding entritt? Was ist denn hier passiert? Ist das ein Geheimraum? Nee, da standen vorher mal Kisten. Ah, und jetzt ist es ein Geheimraum? Ja, genau. Falls die Steuerfahndung kommt, ey, stell ich mich hier rein. Einfach im Wandschrank verstecken. Ab nach oben! Oh, mir ist eben im Keller schon aufgefallen. Mann. Diese Viecher haben wir eigentlich alle restlos gekillt am Brunnen, weißt du noch? Ja. Warum sind die hier? Was machen die hier? Sind doch süß, oder? Die sind nicht süß, die sind nervig. Hab Sounds aus. Und ich weiß nicht, wer die hier hingepackt hat. Hier war kein Schild dran. Onkelogo kümmert sich drum. Mit den Viechern. Ich werde in letzter Zeit schon hier und da mal geprankt, ohne dass ich weiß, wer es war. Das ist kacke. Das auch ist das letztens mit diesen Bambus-Dingern. Ich weiß bis heute nicht, wer es war. Ich denke, ich prank einfach Flo zurück. Aus reiner Verwirrung einfach. Ja, aus reiner Verwirrung einfach kurz Flo geprankt. Ich muss mich mal kurz um was kümmern. Dafür muss ich mir einige deiner Ressourcen unter den Nagel reißen.
Nee. Doch. Das hat alles eine Ordnung. Du kannst da nicht einmal so reingreifen. Natürlich. Ordnung, ich hab da eine Ordnung im Kopf. Kambo, wenn ich mir das so angucke. Das wahre Genie weiß die Ordnung zu schätzen. Das ist keinen du hast Millimeter. Keine Ahnung. Das ist keinen Millimeter besser. Als. Also wirklich. Das ist kein. Also, nee. Heute ist nicht mein Tag, ist okay. Was wollen das denn jetzt? Lagerfeuer, Ambiente. Du hast ja keinen Teppich mehr, aber jetzt hast du einen Feuerplatz. Das ist doch cool. Ey, ey. Kambo! Wie soll ich denn den Feuerplatz genießen, wenn du ihn einfach ausmachst? Ich mach den gar nicht aus. Klar machst du ihn, ich sehe doch, wie deine Schaufel sich bewegt. Weiß nicht, was du meinst. Mach den an. Ich sehe, dass du das bist. Yeah. Ich lasse das jetzt trotzdem hier stehen. Ja, ist ja gut. Sieht doch auch cool aus. Hä, mach das doch an. Ist doch besser, wenn es an ist. Den haben wir dann da. Lovely Dream 5. Vielen, vielen Dank für dein Follow auf Twitch. Junge, Gambo, du rülpst einfach in deinen Aufnahmen, Alter. Das war Logo. Hatet ihn bitte in seinen Kommentaren. Danke.